Der chinesische Regisseur Wang Shaoshai ist mit vielen seiner Darsteller des Films So Long, My Son zur Berlinale gekommen und es war sofort klar, dieser Film ist preisverdächtig. Eine etwas ungewöhnliche Musik, aber sie ist ein unverkennbares Zeichen jener Jahre, wo sie weltweit, also auch bei dieser unerlaubten Party im Dunkeln, irgendwo in Nordchina zu hören war. Es sind Freunde, Kollegen und Verwandte, die hier auf ihre Weise gegen die Repression der sogenannten Kulturrevolution antanzen. Und wir werden an ihren Schicksalen 30 Jahre bis hin zu den Verwerfungen des aktuellen Turbokapitalismus teilhaben. The Silver Bear for Best Actor goes to Wang Jingchun in his leading role in Di Jiu Tianjiang, So Long My Son, by Wang Jiaoshuai, a production of the People's Republic of China. The Silver Bear for Best Actress goes to Yong Mei in her leading role in Di Jiu Tianjiang, So Long My Son, by Wang Jiaoshuai.谢谢大家，谢谢。我听到自己的名字的时候是特别意外的，因为我想，景琛拿了最佳男演员，我想他可能就代表《地久天长》这个电影了。没想到之后是我，我是有点意外的，特别的意外。而且在国内好像还没有。 Das Ehepaar Yao Yun und Li Yun ist zum Grab ihres vor vielen Jahren gestorbenen Sohnes zurückgekehrt. Und der Film leistet etwas selten so Gelungenes, ganz Kostbares. Er macht uns für drei fesselnde Stunden zu Teilnehmern dieses ebenso unvorhersehbaren wie selbstverständlich dahinflutenden Lebens. War ein Film über so einen langen Zeitraum mit diesen zwei Protagonisten nicht kompliziert, sogar riskant? Das ist eine sehr schwierige Frage. 本身就是一个技术上很难的一个事情，而且这里面还有年代的年龄的变化，所以整个的过程确实是非常难。但是我很有幸，因为这些加入的这些演员都非常优秀，他们也非常相信我，相信这个剧本，所以真正是投入到这里面才能有这个结果。 The Silver Bear for the best script goes to Maurizio Brauchi, Claudio Givonesi, and Roberto Saviano for La Pranza dei Bambini. Die Mafia ist ein sehr altes Thema. Doch dieser Film thematisiert den sich beschleunigenden Strudel der Gewalt, an dem inzwischen schon Kinder wie selbstverständlich mitmischen. Scrivere questo film ha significato fare un atto di resistenza, perché raccontare nel nostro paese la verità oggi è cosa molto complessa. Quindi grazie per questo premio. Vorzüglich geführte Laiendarsteller aus den Gassen von Neapel, wo bereits Kinder dealen, rauben, erpressen und töten und wo der eigentlich sympathische Held Nicola immer tiefer im Sumpf des Verbrechens versinkt. Vogliamo dedicare questo premio al nostro paese, all'Italia, con la speranza che l'arte, la cultura e la formazione tornino ad essere una priorità. Grazie. Filmkünstler, die in Italien nicht mehr ohne Leibwächter auskommen können. The Golden Bear for Best Film goes to Synonym de Nadav Lapid, produziert von Saïd Ben Saïd. Synonyme, der Hauptpreis der 69. Berlinale, die durchaus wieder ein politisches Festival war. Ein junger Israeli kann die Verwerfung der aktuellen Politik nicht mehr ertragen, geht nach Paris, lernt Französisch, um seine Muttersprache zu vergessen und sich eine neue Identität zu konstruieren. Er sucht nach Synonymen für seine hebräischen Wörter, daher der Titel. Aber er wird auch in Paris mit dem zunehmenden Antisemitismus nicht glücklich werden.
is a film that might be defined in Israel as a scandal. I know that there are certain people, maybe also in French, that might be scandalized, yeah, by this movie. But for me, the film is also a big celebration. Celebration, I hope, also of cinema, and I hope the people will understand. So, thanks again. I couldn't expect more than this. As I say, it means a lot to me. Dies wurde übrigens nach eigenen Erfahrungen des Regisseurs gestaltet und wird mit stark überhöhten Einfällen expressiv erzählt. Die letzte Premiere war, außer Konkurrenz, in der Sektion Berlinale Special der Tote-Hosen-Film »Weil du nur einmal lebst« von Regisseurin Cordula Kablitz-Post. Ich freue mich, hier zu sein. Ich weiß, dass das eine große Ehre ist und weiß auch um die Bedeutung des Festivals. Aber natürlich sitze ich hier mit sozusagen gebundenen Händen und kann nicht agieren. Also ich fühle mich dann doch deutlich wohler auf einer Bühne, wo ich noch irgendwas beeinflussen kann. Heute muss ich das ertragen, was da läuft, und kann nichts mehr korrigieren. Das ist, wie gesagt, auch hier, würde ich sagen, nicht die angenehmste Situation, in der ich mich so befinden mag. Aber wir werden das gemeinsam durchstehen. Ich hoffe, dass die Leute heute Abend deine Ängste nehmen können. Aber auf jeden Fall, also was das Tolle ist, erstmal, dass ja die letzte Berlinale von Dieter Koslik ist. Und es ist auch seine letzte Abendpremiere heute Abend. Also er wird dann sicherlich auch, das ehrt uns, also mich auf jeden Fall sehr. Ich finde es wunderbar, dass wir das erleben dürfen. Und ich weiß, dass er ein großer Musikfan ist und dass er auch die Musik der Toten Hosen mag. Und für mich ist es unglaublich, also eigentlich die tollste Premiere, die ich je hatte, weil die Berlinale liebe ich seit Jahren und für mich ist es so ein Traum, der in Erfüllung geht. Was aber, Dieter Koslik, ist das für Sie, Film? Na, erstmal ein grandioses Abenteuer und dann passiert etwas, dass man auf dieser Leinwand in eine Geschichte reingezogen wird, im besten Fall, aus der man überhaupt nicht mehr rauskommt. Und das passiert ja einem nur in der Realität. Aber dass es auch in der Fantasie passieren kann, dass man quasi ein Stück Stoff so transzendent macht, dass man plötzlich da drin ist in der Geschichte und man gar nicht mehr im Kinosessel sitzt, das finde ich das wirkliche Wunder eines Films. Und das ist auch das Wunder. Und deshalb ist es zwar keine Magie, aber es ist ziemlich magic. Auf den Weg, weil du nur einmal lebst, weil du nur einmal lebst, weil du nur einmal lebst, weil das Geschichte ist. Im Übrigen, Movistart schließt sich den enormen Elogen für den Festivalmagier Dieter Koslik rundweg an.